Komm, hau ab. Oh Gott, im Himmel, ey. Ich bin jetzt überhaupt nicht dafür bereit, gegen den zu kämpfen, deswegen. What do I do? You on your own today, Nozomi-chan? Majima-san, what? What am I supposed to do? Hey, what's wrong? Pull yourself together. What happened? Jetzt erzählt sie mir die Geschichte. Ach, das ist also passiert. What? The chef was in a car accident? He alright? I don't know. I got a phone call from the hospital, but they didn't say much. Only that he won't be able to come in to work. And that's worrying. And to make things worse, we have our reservation today. I don't know if I should cancel it. It's for today? Yes. It's for a regular customer. He will be here soon. Well, with the chef not here, you can't do much about it, can you? But canceling this reservation could cause problems too. Why's that? It's one of our best customers. He's been coming here since the restaurant first opened. And today, he's bringing an important client for a business dinner. If we close the restaurant, it may have very bad consequences for him. Maybe so, but who's gonna cook for him? Sie vielleicht? I can do it. I thought you weren't supposed to do that, though. Yeah, sure. You wanna chance that? The head chef will be furious with me if I do. He may even fire me. But I've got to try. I see. Well, good luck, Natsumi-chan. Thank you, Majima-san. I've got to hurry. The head chef was out buying fresh ingredients when the accident happened. We are out of stock on most things. That ain't good. And I don't even have time to go shopping. I've got to start cooking now. She's in a tough spot. Maybe I will help out a little. Fine. Tell me what you need. I go get it for you. You will get the ingredients for me? That's so kind of you. Well, what do you need? Fresh salmon, whole, and a soft shell turtle. Wo soll ich das denn herkriegen? An eel as well, if you have that. I think I can make something good. Here's money for the shopping. Okay, brauche ich nicht. Hätte ich sparen können. Salmon, soft shell turtle and eel. Got it. Leave it to me. Thank you so much. Wo kriege ich das? Salmon, softshell turtle and eel. Where do you even sell those? Might be easier to go fishing. Ja, ich würde auch gerne fischen gehen, aber ich habe nur so eine scheiß Stange. Angel, wollte ich sagen. Kann sein, dass ich das jetzt angeln soll. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier rein und schaue nach, ob sie sowas hier haben oder nicht. Wahrscheinlich haben sie es nicht. Aber Kontrolle ist, wie gesagt, immer besser als Nachsicht. Nein, haben sie nicht. Dann hole ich mir noch eins davon für den Typen draußen. Die haben auch keine Baits oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wo ich sowas kriegen soll. Ich kann vielleicht nochmal auf die Minimap gucken. Beziehungsweise auf die Karte an sich. Hier, was haben wir denn hier? Das ist der Schrein. Das ist der Pawnshop. Das ist so ein Zeug. Das ist Dragon Tiger. Das ist derselbe Laden wie da oben. Der verkauft nur Lebensmittel. Ja, wahrscheinlich muss ich tatsächlich angeln gehen. Ja, der kann. Bei dem kann ich speichern, aber der ist halt auch nur ein Speicherplatz. Oh, da ist ein Novarichi-Typ, den hau ich mal kurz zu Brei. Tja,
crushed his face. Aber nicht mehr viel und dann hätte ich hier auch noch ein bisschen was Besseres. Ich guck mal, ob ich das hier habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein. Habe ich alles nicht. Und ich weiß halt echt nicht, wo ich das Zeug finde. Ich meine, klar, ich kann jetzt hier angeln gehen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich könnte ihn noch mal fragen. Vielleicht hat er ja sowas. Oh, hello. Need me to run errands for you? How about a little something for the stomach? Yes, bitte, mach mal. Hi. Der bringt uns jetzt immer was zu essen. Kann das sein? Oh, sorry. Bin ich vor gegen Steam gekommen. Ja, wir kriegen von denen immer Steam Buns. Ist ganz nett, aber nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen. Auf Dauer. Vor allem nicht. So, dann werde ich mal hier angeln. Ich habe ja nichts. Was ich total bescheuert finde. Ja, das könnte ein Aal sein. Ich habe keine andere Angel. Ich hoffe einfach nur, ich krieg die Sachen. Ich werde das beschleunigen, wenn das jetzt länger dauert. Komm schon. Fischi, fischi. Komm raus. Es ist ein Crucian. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist auf jeden Fall nicht das, was ich brauche. Doof. Komm, sei ein Aal. Oh, ein Axolotl. Ein Axolotl. Axolotl. So. Auch nicht das, was ich brauche. Komm. Ist ein bisschen weit weg. Oh, die hat gereicht. Was haben wir jetzt? Okay, wir haben den Aal. Eins von dreien. Jetzt müssen wir nur noch den Lachs kriegen. Schwimm doch nicht durch, du blöder Fisch. Lalala, ich will keine Köder. Ich hoffe, der kommt gleich zurück und schwimmt dann nochmal dagegen. Und die Schildkröte vor allem. Ich weiß gar nicht, wonach ich da gucken soll. Hier. Nein, der schwimmt einfach hardcore dran vorbei. Hier, ich versuche das jetzt. So. Bisschen weiter weg. Der wurde direkt mal getriggert. Ein Koi-Karpfen. Komm schon. Sei ein Lachs. Auch nur ein Karpfen. Cooler Karpfen, muss ich sagen, aber nicht das, was ich hier fangen wollte. Ich wundere, dass es jetzt springt. Ich habe ein paar von diesen Fischen immer wieder das Doppelte oder so gefangen, deswegen Bingo. Sieht das jetzt ja, ein bisschen vorgerückter aus. Okay. Komm schon. Sei ein Fisch, den ich noch brauche. Yes! Den Lachs habe ich. Ich brauche nur noch den verdammten Turtle. Vielleicht ist er das hier. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur versuchen. Das könnte er vielleicht sein. Mit etwas Glück. Und der letzte. Es ist eine Tasche. Was? A Boston Bag? You found what? 1 Million haben wir gewonnen. Auch gut. Ja, das war's. Hier ist ja nichts mehr drin. Wir brauchen nur noch eine Schildkröte. Ja, nicht wundern. Ich bin einmal zu der anderen Angelstelle gelaufen und habe da halt nichts Gutes gefangen. Und deswegen bin ich dann wieder zurück zu der ersten. Ich kann es ganz schlecht einschätzen, was das überhaupt für eine Form haben soll. So eine längliche wird es ja wohl nicht sein. Nehme ich mal an. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie sieht denn eine Schildkröte aus?
Rund. Sehe nichts Rundes. Das macht einen wahnsinnig. Hier sind nur komische Krabben überall. Die dann vor allem nicht reagieren, wenn man nach ihnen wirft. Oh doch, da war was. Okay, das hat länger gedauert. Ich hoffe, es ist was Gutes. Komm schon. Yes! Ich glaube, das ist es, oder? Ja! Wir haben sie gefangen. Was lange währt, wird endlich gut. So, Mama Wu. Tschüss. Nein. Das war's. Wir hauen ab. Wir haben genug geangelt. Das reicht ja auch mal langsam. Ja. Wir haben ja unsere drei Sachen. Wir haben den Lachs, den Aal und das andere Ding. Diese komische Schildkröte. Es ist grausam, dass sie diese Schildkröten überhaupt essen, aber was sollen wir tun? Wir sind ja nur der Bote. Damit machen wir uns auch schuldig, aber egal. Oh, you're back. Did you manage to get all the ingredients? I got them all. The salmon, softshell turtle and the eel. Should I give it to her? Ja, klar. Warum haben wir den Scheiß denn sonst gemacht? Das ist gut. Hand it over, bla, haben wir es gemacht. Oh, thank you. That's everything I needed. You gotta have enough time to prepare the food? I'm not sure. It's almost time for the reservation. Uh-oh. Hi, boss. We're a little early. Hope that's not a problem. Oh, they're all here already. Whoa, are you okay, Notomi-chan? Oh, she's perfectly fine. Why don't you gentlemen have a seat? Alright. You okay, Nazumi-chan? What needs to be done first? Let me think. I need to cut all the ingredients first and then I need to season the Majima-san. I don't know if I can do it. Calm down, Nazumi-chan. Take a deep breath and don't season me. What should I do? There's no time. Well, you ain't gonna get anything done if you panic. It's okay, I will help you. You will help me with the cooking? I can do the simple things. Chopping, slicing, taking orders and carrying stuff. That will free you up to the rest, yeah? Thank you. Wir kriegen das schon hin. Außerdem, der ist ja Manager von irgendwo, der kann das sicherlich, das servieren kann er sehr gut. Oh, I'm full now. Thanks. Nozomi-chan, I noticed that the food tasted a little different today. Hi. Yes. Is the boss not in today? Actually. Und die Geschichte wird erzählt. Ah, I see. Seriously? He's been in an accident? Is he okay? I don't know yet. Jeez, poor guy. I hope he's fine. So you have been on your own today? I guess that's why the food was different. I'm sorry, sir. You must have been terribly disappointed. It's now here as good as the owner's cooking. Well, to be honest, the difference was pretty obvious. I'm so sorry. Oh, don't be. It wasn't bad at all. Huh? The boss can do what he does only because of decades of hard work and experience. You can't duplicate it. But you did everything you could to make sure we had a good meal when you were all on your own. I could tell you really put your heart into it. You put together a wonderful, hearty meal. It tasted great. Really? I didn't know what to expect, but the food was great. And with a lovely lady like you walking here, this restaurant is a real winner. I will have to come again. In that case, why don't we have our business dinners here in the future then? Perfect. I will be looking forward to it.
Thank you. Thank you so much. Uh-oh. Oh, here's the boss. Are you all right? Aren't you hurt? Psst, I'm fine. Did you think falling under a car would kill me? You're not getting rid of me so easily. But then why are you so late? They made me go for a checkup at the hospital. Takes ages. Told them I didn't even have a scratch on me, but they wouldn't let me go. What a pain. Phew. I'm so relieved. But now I think I'm about to pop a vein. When did I give you permission to serve your food to customers? I'm sorry. I know I shouldn't have done it. Boss, don't be so hard on her. She did great. Listen. Was zum Teufel ist das? Ein Fisch? Slurp. Boss? You still got to got a lot to learn. But you did good. Huh? You took great care of this restaurant while I was gone. Boss? But this isn't anywhere near good enough to serve to customers yet. I promise not to even do that again. I will go back to doing the dishes. Don't interrupt me. I'm trying to tell you, I'm going to make sure you learn how to cook properly. Huh? It's my fault for not training you right. I didn't think you had it in you to become a good restaurant. But I was wrong. You proved that wanting to make sure the customer's happy is the most important thing. Ja, und deswegen macht sie, weil sie die Kunden glücklich machen will, macht sie danach diese komischen Videos. Boss, thank you. Thank you so much. I won't go easy on you, kid. You will regret you signed up for it. I can't wait to get started. Majima-san, you have my thanks. I understand you want out of your way to help save the day. Please take this for your trouble. Oh, bitte lass es viel Geld sein. Ah, trouble find. Danke. Nasumi-chan did all the hard work. You should thank her, not me. Ah, Nasumi. Hi. Yes, boss? I'm going to drill everything I know about cooking into your head. It will be hell, believe me. I'm looking forward to it. Someone's too embarrassed to say that what they mean. Jetzt lacht jeder, aber eigentlich lacht niemand. Egal, befriend to the boss at... Ja, den haben wir jetzt... befriended. Ich weiß nicht, was das der Vorteil davon ist. Wir können ja mal reingehen und gucken, ob es einen Vorteil uns überhaupt bringt. Ich guck mal kurz. Ja, und danach gehen wir natürlich Videos gucken. Nice to see you again, Majima. Welcome. Have a look at the menu. Und wir wollen eigentlich nichts sehen. Ich weiß nicht, welchen Vorteil ich habe. Ich habe den Vorteil, dass ich jetzt Nasumi kennengelernt habe. Das war's dann auch. Ja, genau, das war der Vorteil. Ich werde jetzt verschwinden von ihr. Ich gucke nochmal, was der Troublemaker macht. Was ist das Equipment? Genau. Ja. The device is said to help find people around town who are in need of help. Also wenn ich den so ausrüste, dann... Ich weiß jetzt nicht, wie ich die jetzt besser finde. Wir werden es mal sehen. Und wir so langrennen. So. Da haben wir sie. Ja, wir mischen uns ein. Und dann vermöbeln wir die. So, wir wechseln mal die Waffe.
Iron Pipe. Ja, wir nehmen einfach das, weil ich will ein paar... Ich wollte eigentlich meinen Heat aufbauen, aber ich hätte erstmal das machen sollen, dann die Waffe nehmen. Deswegen war das ein bisschen blöd, aber ist egal. Was kriegen wir? Ah, oh, eine Schweizer. Die könnten wir verkaufen wahrscheinlich.